Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video meinerseits. Und neben mir liegt ziemlich viel Zeug, was ich heute alles unboxe. Also es dreht sich heute alles um das iPad Pro, beziehungsweise um generell ein iPad an sich. Das war mein altes iPad, wie man hier sehr gut erkennen kann. Das ist auch schon sehr in die Jahre gekommen und naja, wir sehen halt, es hat sich halt bis jetzt nichts geändert. So beim iPad 9, das schaut circa genauso aus, halt, dass es ein bisschen dünkler ist, vom Space Gray zum Beispiel. Aber sonst ist es ganz, naja, normal halt. Und es ist halt ein bisschen größer geworden, sagen wir es so. Also von dem her, ja, man kann schon sagen, es wird Zeit für ein Upgrade und das ist es jetzt auch. Wir haben ein iPad Pro 128 GB gekauft. Natürlich alles selbst und ich wurde nicht gesponsert, weil ich meine, wer sponsert schon jemanden mit drei Abonnenten gefühlt. Also von dem her, ja, ist das halt sehr, sehr gut, wenn man sich das mal selber kauft, dann weiß man wenigstens, wie viel sowas wert ist, ja. Ich habe dafür natürlich auch gearbeitet und so und, naja, ist das alles, warte mal. Okay, das ist cool. Das ist echt cool. Das habe ich nicht erwartet, dass das jetzt auch dabei liegt. Das ist das. Schaß, nur Schaß. Ja. Das sieht schon mal sehr wertig aus, weil das ist ein Dongle für mein iPad, was ich nutze. Weil schließlich nutze ich eine GoPro, wie jeder weiß. Und die muss man ja irgendwo anstecken können. Zumindest muss man die mit dem SD-Karten-Slot halt anschließen und dann hat sich die ganze Sache erledigt. Gut, dann wäre das das eine Mal und die Tasche ist auch wirklich cool gemacht, also das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. So, ich habe so viel Zeug auf meinen Fensterbrettern, ich musste echt mal aufräumen. So, was machen wir dann? Ja, machen wir... Es ist schwierig, ich habe selbst keine Ahnung. Ja gut, machen wir die Hülle. Das ist... Moment, bevor wir hier gleich mal die Hülle kaputt machen, gehen wir das Messer schnell mal weg. Okay. Sieht alles sehr dufte aus. Oh, geil. Das ist sehr, sehr nice, dass hier auch ein kleiner Fächer dabei ist. Und ich finde das echt schön gerade. Also ich bin echt gerade satisfied irgendwie mit diesem Apple-Logo hinten. Sehr schön. Okay, was haben wir dann noch? Naja, wir haben den Apple Pencil. Ich will das irgendwie nicht öffnen, weil, na gut, das ist eh nicht so schön verpackt hier. Ah ja. Okay. Und ich hätte gesagt, wir machen jetzt ein kurzes, stilles Unboxing vom Apple Pencil und natürlich vom iPad erst recht. Also, Ruhe. Das fühlt sich schon echt wertig an. Also man muss hier sagen, das ist wieder ein komplett anderes Gefühl. Ja, also das ist schon sehr schön. Okay. Und natürlich haben wir hier auch den Vorteil, dass wir hier eine gerade Fläche haben, weil dann rollt er halt nicht vom Tisch. Weil normalerweise würde die erste Generation vom Tisch rollen. Und naja, das passiert halt jetzt nicht mehr. Und wir kommen zum guten Stück Apple. Hätte ich gesagt. Und das ist in dem Fall, ja, das iPad Pro. Okay. Sieht sehr interessant aus. Der hat ein bisschen die Packung beschädigt da oben, aber das sollte an sich passen irgendwie. Mein zweites iPad schon. Das heißt was, wenn man sich quasi dasselbe Produkt nochmal kauft. Mein Gott, das ist krass. Ja, das geht schwer. Okay.
iPad Pro. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin jedes Mal sprachlos, so bei Apple-Produkten, wie schön sie das immer machen. Aber heben wir das mal raus. Wir drehen es noch nicht um. Wir gehen jetzt erstmal zur Seite und schauen uns mal das ganze, wow, was, das ganze Zubehör an. Also wir haben hier mal eine ganz schöne Anleitung, bliblablub. So, jetzt machen wir das mal auf. Sehr nice. Und natürlich das machen wir auch auf. So, jetzt habe ich auf YouTube ein Video gesehen, die das richtig aufmacht, okay? Die Frage ist, wie? Ja, gehen wir das mal da raus. So, jetzt machen wir das hier auf. Und dann nehmen wir das. Jetzt ist es richtig, perfekt. Das ist USB-C auf USB-C-Kabel. Wenn man es hier sieht. Ja, ansonsten ist in dieser Packung nichts mehr drinnen und wir widmen uns dem iPad an sich. Servus, der schaut so aus da unten am Boden. Wir drehen es um in 3, 2, 1. Wow, also das sieht echt, also das Kameraelement, das schaut schon anders aus. Das, schaut schon krass aus. Ich meine, geben wir uns mal diesen Unterschied hier. Das ist einfach 2021, das iPad Pro. Und das ist 2018, glaube ich. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe eigentlich geplant gehabt, ein iPad Air zu kaufen, aber dann hat mich eine gewisse Person wieder mal überredet und somit ist es jetzt, naja, ein iPad Pro geworden. So viel zu dem Thema. Auf der Vorderseite, ja, das sieht man auch deutlich an diesem Display, aber Moment. Bevor wir das hier vergleichen ein bisschen, wollen wir das natürlich aufmachen, natürlich auf ASMR-Style. Es geht eh mit dem Mikrofon. Und hier ist es endlich. Das iPad Pro, worauf ich mehrere Jahre gewartet habe. Und jetzt ist es endlich da. Und es sieht so surreal aus. Dieses Display ist noch poliert, es ist noch schön. Sauberer wird das nicht mehr, sagen wir es so. Aber gut, wir schalten es ein und richten es natürlich ein. Okay, es geht los. Jetzt geht es so richtig. Moment, bevor wir das hier komplett zerkratzen auf der Rückseite, wollen wir erstmal die Hülle drauf geben, weil das sieht ja. Oh, schaut euch das an, das sieht so geil aus. Huiuiuiui. Und hier sehen wir schon einer meiner Hass-Wallpaper, übrigens, das sind glaube ich wie viele Magneten? 100? 90? 99? Ich weiß es selber nicht. Könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Das sieht so geistesgestört aus, geil. Oh mein Gott. Und es ist drinnen. Machen wir es mal zu. Und es ist quasi fertig. Es ist fertig angerichtet. Aber wir sind natürlich mittendrin im Unboxing und somit können wir nicht einfach so zuschauen, wie das iPad nicht eingerichtet wird. Die Sprache ist Deutsch. Die Region ist nicht Deutschland. Wir sind hier nämlich in Niederösterreich, beziehungsweise in Österreich. So, das kommen wir rund und wir merken schon die 120 Hz ein bisschen. Das ist hier schon sehr krass zu spüren. Das ist Österreich, Dankeschön. Und jetzt brauchen wir gleich dieses iPad, deshalb habe ich das daneben liegen. Denn zum Schnellstart kommen wir jetzt. Wir müssen einfach das iPad daneben liegen lassen und wir sehen hier, es poppt ein weiteres Fenster auf. Neues iPad konfigurieren. Ja, weiter. Das funktioniert eh. Boah, das funktioniert so gut. Und das Display ist wesentlich heller. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur so rüberkommt, aber ich. Boah. Das ist schon krass. Ja. Bis auf das Wallpaper, was jetzt gerade installiert ist. Ah, Face ID. Ist alles perfekt und schön. Okay, Face ID, let's go. Schön die Haare machen müssen, das sieht das aus wie. Eigentlich hätte ich mir Hände waschen müssen. Gut, das ist schon zu übertrieben, glaube ich. Okay, let's get started. Ist so krass. Boah, die Lautsprecher. Ein Traum.
Gut, dass ich 128 GB genommen habe, nicht 256, aber gut, das wird man noch sehen. Daten vom iPad 9,7 Zoll 2000. Was? Das ist aus 2017? Ich dachte, das ist aus 2018. What the fuck? Okay, das ist dann noch krasser, ja. Dann habe ich es. Also gut, ich habe es 2018, glaube ich, dann bekommen zum Geburtstag, das weiß ich. Also das heißt, das ist dann quasi 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ich habe 6 Jahre oder 5 Jahre habe ich es bis jetzt gehabt. Fünf, genau. 5 Jahre habe ich es bis jetzt gehabt. Das ist schon sehr krass. Okay, hier habe ich irgendwelche Nutzungsbedingungen. Das akzeptieren wir jetzt einfach mal. Dies wird dein neues iPad. Ach nee, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Nicht teilen, bitte. iPadOS 15.6. Jawohl, das wollen wir natürlich installieren, weil, naja, die ganzen Bugs wollen wir auf diesem schönen Ding nicht haben. Dann dauert das ein bisschen, aber so von der Größe her ist es eigentlich fast identisch. Also ich bilde mir jetzt ein, da gibt es keine großen Unterschiede. Ja. Also klar, vom Chip, wir haben hier drinnen den A10 Chip, der ist beim iPhone 7 drinnen und das iPhone 7 bekommt ja gar kein iOS 16 mehr. Das bekommt allerdings schon noch iOS 16. Das ist ziemlich interessant, oder iPadOS 16, wie man es halt nennen will. Und naja, es ist schon. Ja, interessant auf jeden Fall. Dann haben wir hier natürlich den M1-Chip drinnen. Das ist natürlich der High-End-Chip von Apple, schon seit 2020. Also die haben ja den M1-Chip schon eigentlich 2020 vorgestellt. Und ich muss sagen, ich kenne mich wenig aus bei diesen ganzen Chips und so, aber ich weiß, wenn ich das Wort energiesparend höre und leise und so, das ist schon ein anderes Level natürlich, ja. Das muss man schon sagen. Aber kleine Info an euch, ich würde, wenn ich ein iPad habe, so alle 4 bis 5 Jahre, wenn überhaupt, wechseln. So. Beim Handy ist es wieder was anderes, wobei, selbst beim Handy muss man vielleicht, kann man vielleicht, insbesondere beim iPhone, alle 5 bis 6 Jahre wechseln, weil dann merkt man wenigstens einen riesigen Sprung nach vorne so. Weil es macht ja keinen Sinn, sich jedes Jahr ein neues iPhone zu kaufen, sondern halt alle 3, 4, 5 Jahre halt. Also ich schaue schon, dass ich das iPhone 12 jetzt mindestens ja 4, 5 Jahre habe, weil ja, es tut sich eh nicht so viel und halt die Farbe wird halt immer wieder mal, naja, wie soll ich sagen, halt schöner, also schön knalliger oder besser oder so, aber sonst denke ich mir, sollte das jetzt nicht so oft gewechselt werden. Aber es ist natürlich eure Sache. Ich meine, ihr könnt, weiß nicht, jedes Monat wechseln, wenn ihr Geld habt, aber das wird halt dann nichts bringen. Alter, installierst du jetzt? Jetzt erst installieren. Oh mein So, das Update ist endlich fertiggestellt und wir sehen hier schon den Startbildschirm. Also ich muss ihn nur mehr hochwischen und dann sind wir schon am iPad an sich. Puppem heißt Hallo auf, keine Ahnung auf welcher Sprache. Ciao, bella tutti. Make in hochwischen. Na komm. Okay. Cool. Danke für nichts, iPad. Also. Very nice. Jesus Christ. Der Moment der Wahrheit ist endlich da und wir drücken hier auf Fortfahren. Dann sagen wir hier dieses iPad löschen. Ja, das können wir eigentlich löschen, weil es bringt im Endeffekt nichts mehr, weil das iPad wird natürlich verkauft und nicht weggeschmissen, weil es bekommen noch ein, zwei, 3 Jahre Updates. Wer weiß das schon. Jetzt sagen wir in dem Fall iPad löschen. Wir brauchen dieses iPad nicht mehr. Und tschüss. Hallo, iPad Pro. Schade. Nochmal, Code eingeben. Okay, wir sind wieder zurück beim iPad und wir haben jetzt dieses iPad hier gelöscht. So, aber tatsächlich müssen wir noch was kaufen und zwar ist das Procreate. Procreate ist im Grunde genommen nichts anderes als eben die Zeichen-App fürs iPad. Natürlich gibt es auch von Adobe dieses Sketch oder dieses Freshcoder, Server Freshcoder, so ist richtig beschissen, somit erhoffe ich mir zumindest mehr vom Procreate. Let's go. 10 Euro, Vollgas. Und erledigt. Ist gekauft. Und das ist halt jetzt im Grunde genommen mein iPad für die Zukunft. Also mit dem werde ich auch schneiden und so. Dafür habe ich kein MacBook oder so. Also von dem her kann man sich da nicht beschweren, weil ein MacBook ist mir definitiv zu unnötig, weil ich habe eh den Dell XPS. Und mit dem bin ich eh sehr zufrieden, aber ich werde mit dem nicht schneiden oder so. Ich werde jetzt noch warten, off-cam natürlich,
dass die ganzen Apps laden und ich werde da halt ein bisschen herumspielen und so. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, Moment, wir haben eine Sache vergessen. Das Wallpaper ist sehr wichtig natürlich. Ich wünsche euch jetzt noch... Ah ja, warte mal. Wir sind noch lange nicht fertig, okay? Ich sehe hier gerade den Apple Pencil und zwar muss man den hier... Yippie! Apple Pencil. Ach so. Ja gut, wenn das jetzt alles ist... Also ich dachte, man muss den noch einrichten und so, aber... Ich kenne das eh schon mit dem Apple Pencil, also... Okay, zeichnen wir jetzt nochmal irgendwo... Schnellnotiz zum Beispiel, ja. Hallo, mein Name ist Thomas. Jetzt werde ich dann halt noch ein bisschen herumspielen und so weiter und so fort. Werde das halt noch alles ausforschen, was noch alles so gibt und so. Und ja, somit würde ich dieses Video beenden. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren. Das lassen wir eher weg, das ist... Kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er liked oder nicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.